Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Zelda Skyward Sword. Und wie ihr sehen könnt, habe ich eine neue Webcam, was bedeutet, dass die Qualität nun viel, viel höher ist. Und das sollte hoffentlich auch bedeuten, dass mein Gameplay besser ist. Nein, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Ja, das ist auch egal. Ich wusste übrigens nicht, wo es jetzt weitergeht. Deshalb habe ich mal Ingi nachgefragt und er meinte, dort, wo ich es markiert habe, geht es nun weiter. Wir haben das hier gemacht und jetzt müssen wir einmal hier drum herum gehen, ein bisschen hier so dahin und dann dahin. Und dann sollte sich der Dungeon öffnen. Der dritte Dungeon. Ja. Das heißt, wir gehen jetzt ungefähr in die Richtung. Und das sollte dann ungefähr klappen. Ich versuch's jetzt zumindest mal. Ich hoffe, das klappt alles. Ich hoffe, der Sound passt alles. Und ich hoffe, dass es euch gut geht. Ja. Ist ja schon eine Weile her. Ja, bei mir und Zelda-Uploads sind nicht wirklich frequently, aber ist auch nicht so einfach. Oh Gott, ich werde abgeschmissen. Kann ich irgendwo latschen? Hier, kann ich hier latschen? Ja, hier kann ich gehen, hier kann ich gehen, das ist gut. Wo kann ich lang? Ich muss gucken, wo ich lang kann. Okay, hier kann ich lang. Okay, sehr gut. Bitte ignoriert mich. Schnell weg hier, Alter. Okay. Dum, 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 dum. Ja, das sollte das hier sein. Genau, da ist auch schon der Strahl. Das ist sehr gut. Oh shit. Oh no, 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 no. Mies. Oh Gott, das war nicht so gut. Aber ich sehe gerade, wo wir sind. Wir sind hier über dieser Wand. Wisst ihr das noch? Hier war ja ein Schalter, den ich versucht habe, mit meinem Beetle zu öffnen. Zu betätigen. Aber hat ja nicht geklappt. Aber jetzt können wir es einfach so machen mit Link. So weit sind wir schon. Nice. Einfach nice. Ja. So, speichern wir das direkt mal, ne? Das ist wichtig. Schön speichern. Speichern. Den zweiten dort. Da kannst du drüber speichern, wenn du willst. Genau. Yeah! Und nun geht's hier rein. Was erwartet uns hier drin? Sieht eigentlich aus wie der genau andere Raum, den wir in der letzten Folge hatten. Sieht mir nicht groß anders aus. Weiß nicht, ob das was Gutes oder Schlechtes ist. Oh, hey. Oh, ja. Ha! Okay, das hat geklappt. Ich schätze mal, ich... Oh, muss aufpassen. Ich schätze mal, ich darf mich... nicht sehen lassen! Oh mein Gott. Wow. Muss ich hier mit meinem Beetle irgendwo hinfliegen? Ey, was? Was? Hä? Wow, wie unfair war das denn bitte? Ich bin in dem gespawnt. Hallo? Okay, ich hole mal meinen Beetle raus. Beetle, du musst mir zeigen, wo es hier lang geht. Okay. Okay, da oben ist eine Kiste, die ist wichtig. Die wollen wir natürlich haben. Hier ist kein Schalter? Moment, 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 Moment. Hier vorne kann ich ja graben. Vielleicht hilft das. Wie besiegt man die nochmal? Mit einer Bombe? Ja, das geht daneben. Der dreht immer in die falsche Richtung. So ist gut. Oh nein, nein, war's nicht. Okay. Vielleicht jetzt? Mit der Bombe? Ich hab's vergessen, Leute. Es tut mir leid. Oh! Das war eigentlich ganz gut. Ja, nehme ich mit. Nimm ich mit. Kein Problem. So, und nun, mein kleiner Beetle, machen wir alles hier in die Vergangenheitsform. Ja, wir sind immer noch da? Nee, nee, ich wollte gerade sagen. Haben ein bisschen geladen. Bisschen traurig, dass sie noch laden mussten, aber. Naja, dann ist das so. Hab ich recht, du. Da ist noch einer. Ich höre ihn. Muss er weg, muss er weg. Kommt der hoch? Der kann hier hoch. Oh shit.
bin echt nicht gut gegen die. Come on! Ja! Yeah! Mach schon! Mach doch! Bro! Ich sterbe. Jetzt ist er sowieso schon tot. Wow, was war das denn bitte? Hab ich High-Items? Ja. Ja, habe ich. Okay. Ich habe aber nur ein einziges, leider. Warum auch immer ich nur eins habe. Ist ja voll dumm von mir. Das alles nur für diese eine Truhe. Für 5 Rubine. Ist das dein Ernst? Anscheinend ja. Na gut. Traue ich mich das? Nein. Nein, eigentlich nicht. Oh mein Gott, weg hier. Die können hier nicht hochklettern, oder? Nein, können sie nicht. Okay. Was mache ich jetzt? Ich glaube, ich will jetzt alles wieder in die Gegenwartsform versetzen. Also, alles wieder in die Zukunft. Zu Back to the Future. Bam. Das sollte klappen. Ist das dein Ernst? Kackding. Ich höre noch eins. Soll ich mich heilen? Wenn ich sterbe, bin ich tot. Gott, das Spiel laggt richtig. Merkt ihr das? Das Spiel laggt richtig. Ja, wow, D-Kundisse. Toll. Na, immerhin besser als nichts, schätze ich. Aber ich will Herzen. Ah, ich krieg keine Herzen. Oh, nee. Hier muss ich wieder so ein... Moment. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Muss mal wieder. Recalibraten? Ich glaube... Oh, da muss ich ja auch noch hoch. Okay, das habe ich nicht vergessen, da hochzukommen. Ich glaube, ich muss jetzt wieder zurück in die Vergangenheit. Ja. Okay. Dann geht das theoretisch runter. Oh, hier ist denn schon die Kiste. Okay. Und was ist da so Schönes drin? Bitte irgendwas Geiles. Naja, also so geil ist jetzt Elden jetzt auch nicht wirklich, wenn ihr mich fragt, aber... Na, okay. Also soll ich eins dieser Dinger dort unten mitnehmen oder was soll ich machen? Nee, Moment! Kann ich die mit meinem Beetle mitnehmen? Das will ich jetzt ausprobieren. Wenn das geht, wäre das cool. Komm schon. Yo! Obwohl die elektrisch sind... Oh, ja gut, okay. Obwohl sie elektrisch sind, kann ich sie mitnehmen. Das ist nur ein bisschen schwierig hier. Ah. Aua. Die machen mir schon, glaube ich, ein bisschen Damage. Okay, mit nach oben. Am besten hier oben kaputt gehen. Ja, hier oben. Nicht auf mich drauf! Mist! Okay. Ist aber nicht so schlimm. Bitte recalibraten. Nimm ihn mit. Und jetzt. Damit ich ihn nicht tragen muss und gleich wieder Leben verliere. Weil ich bin jetzt schon fast down. Und los. Nicht? War das nicht richtig? Ach so, warte, ich muss ihn da reinrollen lassen, ne? Jetzt habe ich's wieder. In Erinnerung. Nein, so nicht. Nein! Nein! Ein halbes Herz! Ich muss was trinken. Ich muss das trinken. Das ist zwar kacke, dass ich's... Hey! Steuerung! Das ist zwar kacke, dass ich's jetzt trinken muss, aber... Okay, meine Steuerung will gerade nicht. Aber es geht nicht anders. Hey, wie mach ich das denn?
Ach so. War zwar unnötig, aber es musste leider sein. Bro. Okay, aber er ist schon sehr nah dran, immerhin. Jetzt! Ja! Endlich! Boah, das ist das zweite Mal, dass wir es gemacht haben. Und es gibt noch ein weiteres. Es gibt noch ein weiteres! Naja, immerhin können wir uns noch schnell hier den Loot abholen. Ich hoffe, das lohnt sich. Was? Ein Monsterhorn? Das ist nur ein Sammelobjekt. Okay, immerhin ein neues, aber trotzdem, ist nur ein Sammelobjekt. Wie lame. Ich mache mir sehr Sorgen, dass ich vielleicht nochmal zurückgehen muss in die Oberfläche. Weil ich das Ganze sonst nicht schaffe. Ich habe nichts mehr zum Heilen. Ich brauchte das eigentlich noch, aber ich wollte sicher gehen, nicht sterben jetzt. Jetzt drehen wir das Ganze erstmal ein bisschen um. So gefällt es mir mehr. Ha! Ja, da sieht man es auch. 2 von 3. Das ist mir gleich aufgefallen am Anfang. Ja, da ist es gut. Da ist es schön. Und jetzt muss ich hier irgendwie wieder lebendig rauskommen. Wie mache ich das? Wir werden sehen. Kann ich aber wegrennen? Ah! Weg hier, renn Link! Oh Gott, ich muss alles erstmal in die Gegenwart packen. Sonst ist die Tür einfach zugeschlossen. Okay. Ab in die Gegenwart. Und dann suchen wir uns das letzte Ding raus. Wo soll ich denn da hinkommen? Oh, das ist noch eine Kiste. Verdammt, wie soll ich denn die ganzen Sachen rankommen? Willst du mir sagen, dort? Ist was? Hä? Oh, du schon wieder. Was willst du denn? Okay, nichts Besonderes, okay. Verfolgt er mich jetzt? Bro, lass mich mal in Ruhe. Vielleicht kann er meinen Beetle kurz abchecken. Was ist da? Vor sich geht. Komm schon. Ja. Bombe nehmen wir mit. Stimmt, da ist ja auch eine berüchtigte Wand. Ich weiß nicht, ob das ein Secret ist, aber irgendwie meinte, hier ging es weiter. Und stimmt, da ist auch ein Kristall. Vielleicht öffnet sich dann ein neuer Weg dadurch. Also hier muss irgendwo ein Weg sein zum Laufen, dort nicht. Hier ist ein Weg. Hier ist ein Weg, okay. Gut. Klar kann man diesen Weg auch auf der Map sehen, das weiß ich, aber das ist mir zu nervig. Möchte sein. Ja, eine Bombe mitnehmen. Wer nichts kann. Oh, 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 oh. Map? Doch, hier ist noch eine Straße. Okay, ich wollte gerade sagen, hä? Komm schon, komm schon, komm schon! Ja! Ha! Damit wird alles wieder in die Vergangenheit gesetzt. Wahrscheinlich spawnen wieder Gegner. Nein? Noch nicht. Ich mache hier diesen blöden Strahl weg, der nervt total. So, da geht's wahrscheinlich nicht. Nee, das ist ja der Weg dorthin. Ja, ja, genau. Da waren wir noch nicht, aber ich glaube, da können wir noch gar nicht hin. Also eigentlich müsste es hier sein, oder? So, mach ich mal bald hier mal frei. Ja, da ist auf jeden Fall was. Oh Gott, da wäre ich niemals selber drauf gekommen. Danke an Ingi für die Hilfe. Denn tatsächlich, das letzte Ding ist kein Dungeon, so wie wir es gerade hatten. Oder was heißt Dungeon halt? So ein kleines Puzzle-Räubchen, ja.
sondern man muss einfach nur hier zack machen und das ein bisschen umdrehen. Das war's dann auch schon. Mehr ist gar nicht nötig. Somit bekommen wir Zugriff auf dieses Rad, was uns sicherlich den Weg weist zum dritten Dungeon. Mein Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Du hast die richtige Kombination der drei Schalter gefunden. Begib dich nun zum Hauptschalter im Ranellsteinwerk. Okidoki. Das wollen wir nochmal eben machen. Hoffe nur, dass ich jetzt nicht irgendwie angegriffen werde von denen. Jo, danke. Oh, oh, nein. Ich will nicht ins Treibsand geraten. Okay, okay. Hat noch geklappt. Da. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Sag mir bitte, dass das funktioniert. Achso, warte, erstmal die ganzen Gegner wiederbeleben, ne? Oh, sie leben nicht. Okay, gut, ich habe sie gekillt. Okay, sie respawnen nicht, das ist gut. Ja, wir können doch kurz eine Runde sitzen, ne? Ruhe vor dem Sturm. Immer schon was trinkt, Leute. Ich hoffe, ihr habt was getrunken heute. So, wir versuchen nochmal, das Tor zu öffnen. Gibt's dafür ein Passwort oder so? Wasser. Ah. Dann hier Feuer? Nein, zu weit. Hier, nein, nein, nein. Ja? Nein. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Ah, das war unten rechts, okay. Die Symbole auf den Hebeln dieses Hauptschalters stimmen mit denen der drei bereits bestätigten Schalter überein. Ich sehe davon aus, dass zwischen ihnen ein Zusammenhang besteht. Ja, darauf bin ich auch gerade gekommen, tatsächlich. Ja, ich... Hä? Jetzt. Steuerung, ne? Nein, zu weit, ist zu weit. Lass mal kurz so machen. Danke. Nein, zu weit. Ja. Dann müssen wir nochmal uns drehen. Nein, 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 nein. Ich mach mal den hier. Mach mal den hier. Hä? Drück. Und dann ganz oben. Habe ich recht? Ja! Damit eröffnet sich uns der dritte Dungeon in Zelda Skyward Sword HD. Wow, was eine Eröffnung, oder? So, da wollen wir doch auf jeden Fall mal rein. Wow, aber ist hier überall was zum Erkunden. Ich glaube, das machen wir zuerst. Mal gucken, ob wir noch schnell irgendwas finden können. Irgendwas Interessantes. Aber irgendwie nicht. Ich glaube, hier gibt es gar nichts. Ich glaube, es ist einfach nur Deko. Bisschen schade. Ich habe gedacht, vielleicht sind wir zumindest mal Rubine. Ja, das ist das Mindeste, was man machen kann. Nö, gar nichts. Absolut nichts. Okay. Dann ist das wohl so. Immerhin haben wir endlich den dritten Dungeon erreicht. Hat ein bisschen gedauert. Und Link kann überhaupt nicht mehr. Link, du kannst dich ja kurz ein bisschen entspannen und ein paar Schmetterlingchen fangen, ne? Einen hast du. Herzlichen Glückwunsch, Link. Du hast einen Schmetterling gefangen. Das hat sich gut angefühlt, oder Link? Ja, das hat sich gut angefühlt. Okay, keine Ahnung, was ich mache. Gehen wir einfach hinein. In den großen Tempel. Ich guck mich noch hier einmal kurz rum. Aber nur kurz rumgucken. Schaut, hier ist was. Kann man hoch, oder? Ja, kann man. Man kann hier actually hoch. Muss man hier hoch? Ich glaube nicht. Ich glaube, hier ist gar nichts. Nö, hier ist gar nichts. Warum kann man dann hier hoch? Just for fun? Ich habe keine Ahnung. Aber okay. Dann lasst uns hinein steppen. Oh Gott. Komm schon, nimm den Mut zusammen.
Da müssen wir jetzt durch. Du schaffst das, Link. Ich glaube an dich. Und Zelda tut das Gleiche. Da bin ich mir ganz sicher. Hier, in der Ranell. Im Ranell-Steinwerk. Oh mein Gott, was sind das denn für Spinnen? What? Was sind das denn für Viecher? Ew. Die müssen wir beseitigen. Die Musik ist auf jeden Fall schon mal ziemlich nice. Und ich wollte schon sagen, ist hier nichts zum Speichern? Doch. Zum Glück ist hier schon was zum Speichern. Let's go. Nice. So, wir werden heute in dieser Folge noch ein bisschen den Dungeon machen. Oh hey, wo kommt die denn? Oh, Mafia! Macht mir Angst. Also, eigentlich mag ich ja Spinnen, aber die sind eklig. Die sind komisch. Ich mag sie nicht. Hoffentlich finden wir nicht noch mehr Spinnen. Das wäre sonst problematisch. Ach, dann nehmen wir den Rubin nicht mit links. Mir auch egal. Hey, was geht? Tschüss. Nix geht. Bonk. Hm, was sagt die Map? Das ist klein. Beziehungsweise, wenn das so viel Freiraum ist, dann wird da wahrscheinlich alles voll werden, oder? Das ist erst der erste Raum. Das wird noch lange dauern. Hier sind einfach nur Gegner. Ja, die müssen wir nicht bekämpfen. Lass wir die einfach da. Da können wir noch nicht rein. Da ist so sonst zwei Spookies. Ha, ha, ha. Oh, Schalter. Kann ich hier rüberklettern? Nee, kann ich nicht. Geht das? Nee. Okay, hier sind Bomben oben drauf. Das heißt, das sollte bedeuten, dass ich mit meinem Beetle die grabben kann und die dann rüberschmeißen kann. Nicht auf den, auch wenn das lustig wäre, sondern hier drauf. Let's go. Arme Beetle. Ja. Heftig, ich weiß. Das gleiche können wir theoretisch auch hier machen. Ich glaube, das mache ich sogar schon. Nee, ist schon. Oh, nee, ist schon. Muss man nicht machen. Alright. Komme ich da durchgerannt? Ja. Hat geschafft. Ich hab's geschafft. Hat geklappt. Ja. Oh, hier ist nur ein Rubin. Das war nur für den Schalter das Ganze. Okay. Hallo, guck mich nicht so böse an. Das ist gruselig. Ich will das nicht. Ich mag dich nicht. Hau ab. Ich möchte nie wiedersehen. Tschüss. Wow. Was ist das? Ich glaube, das sind zwei. Was seid ihr denn für Viecher? Jetzt geht aber Gänsehaut. Die haben mich beide gesehen. Nee. Nur der hat mich gesehen. Scheiße, was mache ich hier gegen? What? Ja! Alle drei gleichzeitig töten. Ah, alle drei Masken gleichzeitig. Das ist wieder so ein Gimmick-Gegner. Aua. Das ist wieder so ein Gimmick-Gegner. Du musst alle in einer Reihe drehen. Jetzt tötest du ihn nicht. Aber ich kann ihn nicht zum Angreifen lassen, wenn ich ihn die ganze Zeit so penetriere. Junge, Link. Als ob das nicht geklappt hat. Come on, Game. Jetzt. Meine Güte. Also manche Gegner in diesem Spiel sind echt nervig mit den Motion Controls. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mit Motion Controls spiele. Ist es einfacher, wenn man mit Controller spielt? Vielleicht mache ich das mal so ein paar Folgen lang. Was meint ihr? Soll ich das mal machen? Mal ausprobieren? Vielleicht ist es einfacher. Ich weiß es nicht. Aber ich kann es mir gut vorstellen, tatsächlich. Hey, Wanz! Schau mal hier, ich habe Bomben gefunden! Du hast 10 Bomben erhalten. Wirf oder rolle sie? Ja, ich weiß nicht, wie Bomben funktionieren, gell? Ja. Wieso geht das nicht auf? Nein, das nicht. Ist das ein Rätsel hier? Ich glaube, das ist ein Rätsel hier, oder? Muss ja wahrscheinlich alle gegen die Wand schieben, oder?
Keine Ahnung. Bestimmt mache ich das gerade ganz falsch. Okay, lass es einfach mal. Hier sind aber auch solche Dinger. Ne, hier ist nur einer. Aber das ist auch eins. Hier ist einfach stuck hier drin. Ich schließe diesen ganzen Dungeon nicht wirklich. Das ist sehr verwirrend, wie ich finde. Aber na gut. Schlüssel brauchen wir da. Also gehen wir hier lang. Achso, das ist ein Gitter, da kommen wir nicht lang. Ist immer ein Schlüssel? Hätte ich hier lang gekommen? Wäre da aber mal was gewesen, was ich brauche? Ich gucke einfach mal nach. Was soll's? Ja, hier hätte ich lang gekonnt. Aber hier ist nur ein Rubin. Und was ist da hinten? Da hinten ist ein Schalter. Vielleicht muss ich den ja unbedingt betätigen. Oh oh. Oh oh. Das ist sehr schlecht. Ja. Okay. Ist das nur für die Truhe? Naja, vielleicht ist in der Truhe ja der Schlüssel drin. Dann ist das nicht nur für die Truhe, sondern das ist für den Schlüssel. Somit unbedingt wichtig. Komm, lass dich auf. Danke. Und schnapp dir den Schlüssel. Bitte ist er da drin. Nein! Das sind nur 20 Rubine. Ich meine, hä, 20 Rubine sind schon ein bisschen mehr als 5. Aber... Verdammt, wo ist denn der Schlüssel? Hier habe ich jetzt alles erkundet. Hier, in diesem Raum habe ich alles jetzt gemacht. Alles. Das heißt, der Schlüssel muss sich hier befinden. Und ich muss da oben lang. Aber wie zum Teufel soll ich denn da hoch? Warum sind die Dinger wieder zurückgesetzt worden? Hä? Kann ich die stacken oder so? Nee. Guck mal, das wird ja nicht reichen, um da hochzukommen. Moment. Oder? Doch! Okay, das hätte ich Link nicht zugetraut. Muskulöser Junge, du. Muskulöser Junge. Okay, tiefer hinein. Oh Gott, der Dungeon wird riesig. Ich merke es jetzt schon. Ja, das ist der Main Room des Dungeons. Deshalb ist ja auch ein Save Point. Das ist sehr nice. Und naja, ich würde auch sagen, weil ja auch gerade ein Save Point ist, würde ich mal sagen, dass wir gleich mal aufhören. Das ist sehr convenient, dass hier ein Save Point ist. Eventuell können wir noch was machen hier, aber ich glaube nicht. Vor allem gewesen. Sorry, Spiel. Heute nicht gleich rum, entspann dich. Ich muss auf jeden Fall irgendwas hier mit meinem Beetle und der Bombe machen. So viel steht fest. Sonst wäre das nicht hier. Aber wohin damit? Ne, hier oben ist nichts, oder? Oh, soll ich die Kisten wegsprengen? Ja, ach so. Hm, okay. Aber als ob ich diesen Jump schaffe. Link, wir versuchen das. Du schaffst das! Oh, ja, er hat's geschafft. Gut gemacht, Link. Hey, hey! Was denkt ihr, wer ihr seid? Rumfuchtel ist immer die beste Attacke. Funktioniert immer einwandfrei. Genauso wie das Item, was wir bekommen. Ein Schlüssel. Ich wusste, wir bekommen hier noch diese Folge. Ich hab's einfach irgendwie gewusst. Hey, wer hat mir das da hingeschoben? Gemein. Ach, naja. Dann halt nicht. Stimmt, weiter kommen wir jetzt aber auch hier nicht. Oh, da unten ist irgendwas. Egal. Ja, weiter kommen wir hier nicht. Also würde ich sagen, ja, versuchen wir in der nächsten Folge herauszufinden, was sich hinter der Tür mit dem Schlüssel verbirgt. Ich hoffe, ihr seid dabei beim nächsten Mal Zelda Skyward Sword. Hoffentlich dauert die nächste Folge nicht so lang zum Rauskommen.